Wort ist Philipp Kucher, SPÖ. Heute mit den Prüfberichten zur Finanzsituation der Technischen Universität Wien und dem Follow-up Prüfbericht zum österreichischen Patentamt. Zwei durchaus kritische Prüfberichte des Rechnungshofes, die aber, glaube ich, sehr eindrucksvoll zeigen, dass Prüfungen und Empfehlungen des Rechnungshofes kritische Debatten im Ausschuss auch zu umfangreichen Änderungen und Konsequenzen führen. Ich darf Ihnen daher, Herr Präsident, auch bitte stellvertretend an ein Team ganz herzlich Danke sagen. Breite Prüfberichte waren sehr wichtig, haben entscheidende Impulse für Verbesserungen gegeben und es hat in beiden Institutionen auch notwendige Änderungen und anstehende Modernisierungen gegeben. Wir haben im Ausschuss auch sehr intensiv mit der Rektorin Seidler von der TU gesprochen. Es hat sich gezeigt, dass die Situation, dass der Weg für die Technische Universität keinesfalls leicht war, dass es eine schwierige, schmerzhafte Situation war mit vielen Veränderungen, dass sich die Situation an der Technischen Universität eindeutig auch verbessert hat. Wenn auch Risiken bleiben, so ist die Situation jedenfalls besser geworden und stabilisiert worden. Positiv waren auch die Entwicklungen des Patentamtes, wo es bereits beim Follow-up-Prüfbericht durchaus schon ein Großteil der Empfehlungen des ersten Prüfberichtes umgesetzt wurde, dass einiges bereits in der Zwischenzeit erledigt wurde. Viele Dinge jetzt bereits, glaube ich, kurz vor Vollendung stehen und dieser Weg beim Patentamt durchaus positiv ist. Das ist eine Entwicklung, die mir persönlich sehr wichtig ist, weil die Rolle der Patente, des geistigen Eigentums, zunehmend an Wichtigkeit auch in unserer Gesellschaft und im Wirtschaftssystem gewinnt. Es waren Faktoren wie günstige Rohstoffe, Transportwege, niedrige Arbeitskosten, die bisher immer so zentral waren. Dazu kommt aber in Zukunft vor allem der Faktor Wissen, nämlich das Wissen, wie man Waren erzeugt und das Wissen, wie man Dienstleistungen auch anbieten kann. Das ist eine zentrale Frage. Wir sind da in einem internationalen Wettbewerb. Andere Länder, wenn ich China als Beispiel nehme, fahren einen sehr, sehr offensiven Kurs. Die chinesische Patentstrategie möchte bis zum Jahr 2020 2 Millionen Patente pro Jahr anmelden. Das sind 2 Millionen Wissensmonopole, die natürlich auch auf die österreichische Wirtschaft durchschlagen. Es ist eine internationale Entwicklung. Und das Spannende in diesem Bereich ist, dass der Rechnungshof in den Prüfberichten durchaus auch europäische Entwicklungen im Bereich der nationalen Rechnungshöfe vorweggenommen hat und die Empfehlungen durchaus auch passen. Stichwort EU-Patent, wo es ja auf europäischer Ebene unter Federführung und Mitarbeit des österreichischen Patentamts natürlich auch wichtige Änderungen geben wird. Das sind nicht nur nationale Fragen, sondern internationale Fragen zunehmend. Was ich abschließend noch sagen möchte zu den Empfehlungen des Rechnungshofes, es ist wichtig, dass ein großer Teil umgesetzt wird. Es hat einige Punkte gegeben, die beim Patentamt extrem kritisch zu bewerten waren. Doppelgleisigkeiten, die Reibungsverluste, aber auch teure und völlig unverständliche Doppelfunktionen. Das ist ganz wichtig, dass das abgeschafft und abgestellt wurde. Und auch Anregungen wie, dass der teilrechtsfähige Bereich, dieses sogenannte Surf-IP, in das Patentamt integriert wird, ist durchaus zu begrüßen, sollte auch umgesetzt werden. Ich glaube, dass wir beim Schutz des geistigen Eigentums bei der Zukunft des Patentamts durchaus auf diesen Empfehlungen aufbauen können. Es war an uns allen liegen, wird diese Institution Patentamt in Österreich weiterzuentwickeln und noch zukunftsfähiger zu machen. Die vom Rechnungshof festgestellten Mängel seien sowohl bei der TU Wien als auch beim Patentamt verbessert worden, betont Philipp Kucher von der SPÖ. So seien die Doppelgleisigkeiten beim Patentamt abgeschafft.